Geil. Fenster öffnen, Fenster schließen. Das kann ich ja gar nicht hinlegen. Wenn das Bett immer noch nur aus 6 kleinen Matratzen besteht. Für wen sind das? Sind das Babymatratzen oder was? Die Musik ist schon geil. Soll ich mal boxen? Hoffentlich kommt der Interessent bald. Ich habe heute viel zu tun. Der Wohnungsmarkt boomt. Was würde mich das interessieren, Junge? Ich glaube dir noch nicht mal. Ich glaube nämlich eher, dass du am Abkacken bist. Die Garage ist hinter der linken Ecke. Ja, mein Auto! Wow. Alter, der ist geil. Reparieren und den hole ich mir. So, jetzt gehe ich erstmal was ausrauben. Und zwar. Wo bin ich denn im nächsten dran? Oh, zieh dir einen Anzug an. Ich muss irgendwas ausrauben. Ah, das kann ich ausrauben, genau. Erst was sagen kaufen. Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. Hemd mit Hose? Sieht auch geil aus. Der sieht cool aus. Der sitzt perfekt. Wow, der ist cool. So, dann kann ich ja jetzt hier ausrauben. Bist du ein Perversling oder sowas? Natürlich. Stirb. Wieso schießen mich alle an? Nein! Du wurdest getötet, das darf doch nicht wahr sein. Veräppel mich jetzt nicht. Geht das wieder von ganz vorne los? Nein! Ja, überspringen. Oh, jetzt muss ich erst wieder zu Joe. Was soll das bitte? Oh, nö. Oh. Das ist echt doof. Noch eins hoch. Von ganz vorne. Dann sollte ich besser wohl noch nichts ausrauben. Filmsequenz überspringen. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Hä? Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du im Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Ich fahr lieber mit deinem. Wenn der kaputt geht, ist nicht so schlimm. Boah, ist das so warm hier drin. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, hat uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, ist schon die Unfamilie und für sie gearbeitet. Echt? Ja, warte mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen. Ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich. Ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Doch, für mich schon. Krieg dich ab, ich hab's eilig. Lex, ich hasse Lex. Ich müsste meinen PC mal neu starten, glaube ich. Du fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Oh Mann, entspann dich. Ich nehme jetzt schon seit 4 Stunden, glaube ich, auf. Okay, hier ist es. Und irgendwann wird es, glaube ich, zu viel für die PC. Die Bude an, sie liegt im obersten Stock.
Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Das interessiert mich nicht. Bitte sei jetzt einfach ruhig. Ich will das so schnell wie möglich wieder hinter mich bekommen. Okay, da das interessiert wir. Mich auch Ich bin nicht. Sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich habe hier einen ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug. Bitte sei einfach ruhig. Das muss ich tatsächlich noch da bleiben. Viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Komm schon, geh raus aus meinem Apartment. Kommen wir da auch raus? Nein, natürlich nicht. Okay, kurze Pause, bis gleich. So, da sind wir wieder. Gehen uns jetzt den Anzug? Also da, ich dachte gerade schon, das zu, hä? Gehen uns jetzt den Anzug kaufen. Was darf es heute sein? Nein, kein Hemd mit Hose. Ich will einen schicken Freizeitanzug. Warte mal, welchen hole ich mir schon? Wäre das dann alles? Eben hatte ich den weiter auf der anderen Seite. Hey Kumpel, geht's noch? Nein, da läuft gerade Polizei. Warte mal, was die wechseln. Kommen Sie bald wieder? Ja, auf jeden Fall. Sobald die Polizei weg ist. Bitte. Bist du ein Perversling oder sowas? Bitte nicht! Jawohl, diesmal hat es geklappt. Jetzt habe ich 261 Dollar. Das finde ich gut. Schon wesentlich besser als diese mitkriegen 30 oder 20 Dollar bestellen konnte. Das macht auch Spaß. Ja, Mann. Das war geil. So, in der Garage geparkt und jetzt gehen wir rein zu Joe Barbara und begeben uns auf den Weg zu einer neuen Mission. Da freue ich mich schon drauf. Joe Barbara. Barbara. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feine Stöffchen, steht dir. Danke, danke. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, oh Eddie, Gott, wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir.
Ich habe auch Hunger. Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Sicher. Und hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Bin ich ja mal gespannt. Schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin? Richtung Oysterbeck. Bin ich mal gespannt. Was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, was noch? Ja. Halt, Weiber, Baseball. Halt, Weiber, Baseball. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Habt ihr zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Okay. Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Vergiss mir das nicht. Alten Spaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was? Schaffst du Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Willst du jeden verfluchten Wagen rammen? Hey, ich war schon länger, klar. Der ist logisch kaputt jetzt. Hier, der beste Puff der Stadt. Warum auch immer. So perfekt sieht er nicht aus. Jetzt geht's rund. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Da ist er ja schon wieder. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja. Oh ja. Weil ich. Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und. Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh. Okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf geht's, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken, ich hab noch was Geschäftliches vor. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon. Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schneide dir ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Du tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe! Total besoffen. So langsam wird's lustig. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten! Die haben sonst auch nichts zu tun. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das
Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gebechert. In Amerika fährt ja, immer der am wenigsten gebechert. Das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Ja, kommt auch, ihr Idioten. Schade, das wird gleich verarscht. Na, wie hatte der